21 Münzen. Ich habe gerade 20 durch den Kampf gewonnen. Also verliere ich nur eine Münze. Haha. 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 Egal, auf nach Kolima. Auf zum Kolibri. Barrikade von Billy Bean. Zutritt nur mit Sondergenehmigung erlaubt, Lord McCoy. Die Tür ist fest verschlossen. Tja, dann. Wie gesagt, wir brauchen keine Tür, ne? Das sieht irgendwie strange aus. Bäume, die wie Menschen aussehen und übereinander gestapelt sind. Sie sind zu schwer. Oh Gott. Die Armen. Ist hier irgendwas? Außer ein paar Skelette und ein Geist. Burn, Baby, burn! Was? Er hat überlebt! Er hat überlebt! Baby, burn! Okay. Rattensoldat. Blitzieb! Was? Du feige Sau! Komm zurück! Ich bin noch nicht fertig mit dir! Ekelhaft! Schellstiefel! Das war jetzt so random. Okay. nicht den Boden untersuchen. Nein. Hier will ich. Items. Du hattest die Elixiere. Geben dir. Schnelligkeit wird aber gesenkt. Weißt du was, Garrett? Da ja du sowieso der Langsamste in der Gruppe bist, bekommst du die. Also von daher macht das überhaupt gar nichts. Was bist du denn? Ratte. Süßes kleines Ding. Es gibt keine drinnen. Ja, Feuer ist natürlich sehr effektiv auf Ratten. Also solltet ihr irgendwann mal ein Rattenproblem haben, holt euch einen Flammenwerfer. Ist das gemein? Naja, vielleicht. Wie dein Rattensoldat. Feuer! Autsch. Lass mal das niederbrennen. Was? Du hast überlebt? Diesen Umstand haben wir jetzt korrigiert. Böse überlebt er einfach. Ist das zu glauben?
Und jetzt rennt er einfach weg. So ein feiges Huhn, diese Ratte. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Außer Leute zum Trainieren. Gleich mal gucken, was die Karte sorgt. Alle gehen sie auf Garrett los. Der Kleine kann schon einem etwas leid tun. Hier sind wir. Gucken wir weiter. Uns um. Wir können uns nicht umgucken auf dem Boden. Nein. Nein, 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 nein. Oh, wie süß. Du kommst jetzt also aufs Maul. Litzi. Nicht sehr effektiv. Ja, du kommst trotzdem also aufs Maul. Ah, was haben wir denn hier? Brücke von Kolima. Aber... da kommen wir nicht weiter. Da wurde jemand in einen Baum verwandelt. Okay. Dann gehen wir nach Kolima. Weil erstmal wollen ein paar Zombies und so ein komischer Geist dann aufs Maul kommen. Los, hau die Walle aufs Maul! Ich bin so Verschwender wie mein Baby. Egal. Kann passieren. Ein bisschen Party. Reichen zwei Angriffe? Nein. Dann tauschen wir jetzt mal. So. Litzi! Wie war's noch? Wir gehen nach Kolima. Du gehst schon wieder einen Umweg checken. Und die Ratte haut einfach ab. Aber hier ist sowieso nichts. Jetzt bin ich aber wütend. Betreiben wir es. Los. Haben wir eigentlich in Kolima eine Heilmöglichkeit? Naja, alles wird vernichtet. Alles wird vernichtet. Status. Wo steht denn, wann ich das nächste Level abbekomme? Sind das die Erfahrung? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Egal, gehen wir nach Kolima. Hier glitzert es so komisch. Es ist so still. Und es glitzert. Und hier sind überall solche Bäume. Alle Leute wurden in Bäume verwandelt. Was ist los, Ivan? Dieser Baum. Er war einst ein Mensch. Jeder hier in Kolima wurde in einen Baum verwandelt. Und es hier glitzert. Warum? Weißt du, warum dies geschehen ist? Ich würde mal sagen, weil... es haben ja schon einige gesagt in Bilibin, dass die versucht haben, diesen heiligen Baum hier im Wald von Kolima zu fällen und deswegen Leute in Bäume verwandelt werden. Also ja. Ich verstehe. Es war, weil sie den heiligen Baum verletzt haben. Was ist jetzt, Ivan?
Dieses glitzernde Zeug auf dem Boden. Was ist das? Nicht nur auf dem Boden. Auch in den Blättern, in den Bäumen. Was zur Hölle? Was geschieht? Mein Verstand. Jemand greift mein... Ach, je. What did just happen? Was ist das? Was fällt da vom Himmel? Es glitzert. Ist es das, was diese Leute zu Bäumen... Das heißt, wir werden jetzt auch Bäume? Ich will kein Baum werden! Wir müssen weg von hier. Ich kann nicht... Ich kann mich nicht bewegen! Tja, da werden wir doch nicht zu Bäumen. Weil irgendwelche Schutzschilder uns geschützt haben. Was zur Hölle ist da gerade passiert? Isaac, was ist mit uns geschehen? Diese Barriere, hat sie uns geschützt? Nein, hat sie nicht, deswegen sind wir jetzt Bäume. Garrett, natürlich. Das glaube ich auch, Isaac. Ich denke, ich weiß, was diese Kuppeln waren. Ach wirklich, was denn? Es war unsere Psynergie. Bist du verrückt? Ich habe doch gar keine Psynergie eingesetzt. Sie hat uns innovativ beschützt. Oh, wie rührend. Hey, ich kann stehen. Ich kann mich wieder bewegen. Keine Sorge, Ivan. Macht nur. Steht auf. Nö, ich möchte gern liegen bleiben. Das Gras ist so schön gemütlich. Diese Barrieren. Wir dachten doch, dass man Psynergie nur einsetzen kann, wenn man sich stark darauf konzentriert, oder? Ja, das dachten wir bisher, aber offenbar geht das auch innovativ. Oder so ähnlich. Vielleicht kann sie sich auch von selber aktivieren, wenn ihr Besitzer, sagen wir mal, in Gefahr ist. Als ich im Training war, habe ich meine Gedanken so stark fokussiert, dass ich dachte, mir zerspringt der Kopf. Nun, vielleicht ist es für dich einfacher, aber wenn ich Psynergie einsetze... Wie auch immer, ich bin mir sicher, dass wir Psynergie projiziert haben. Das muss bedeuten, dass manche Arten der Psynergie ihre Wirkung nur dann entfalten, wenn sie gebraucht werden. Wie zum Beispiel, wenn man in Gefahr ist? Genau das habe ich gerade gesagt. Es ist beinahe so, wie wenn uns im Kampf ein kritischer Treffer gelingt. Wir können es nicht kontrollieren, aber er gelingt uns, wenn wir ihn brauchen. Ich stimme Garrett zu. Es ist definitiv möglich. Wäre es nicht großartig, wenn wir jederzeit Zugriff auf diese Kraft hätten, Isaac? Ja, das wäre schon großartig, aber der Zufall würde es nicht zulassen. Ja, lasst uns versuchen, diese Fähigkeit zu perfektionieren. Bleh. Oh, schon wieder. Vorsicht, es passiert schon wieder. Keine Sorge, sie schützen sich, Tini. Ihnen kann nichts passieren. Aber nett, dass du dich Sorgen um Isaac und seine Freunde machst. Wenn du auch sonst nur die ganze Zeit am Pennen bist. Hm? Warum? Warum werden sie nicht zu Bäumen? Wer sind sie? Was mögen diese für Menschen sein, dass ihnen trotz Glanz nichts anhaben kann? Sind sie hier, um das Dorf mit ihren seltsamen Kräften zu retten? Die Bewohner Kolimas zu retten wird nicht genug sein. Sie haben kein anderes Schicksal verdient. Sie haben mich mit ihren Werkzeugen bedroht. Jetzt bedrohe ich sie mit meinen. Ihre Kinder mögen es vielleicht nicht wissen, aber wir sterben. Und wenn wir nicht mehr sind, wird doch der Wald von Kolima vergehen. Wir sind nicht
Die einzigen, die sterben werden, Aboradra. Wenn es uns nicht mehr gibt, werden auch sie aufhören zu existieren. Wer ist sie?